Hallo, liebe SEO-Szene da draußen. Vor 2 Wochen haben wir uns auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten getroffen und für die zentrale deutschlandweite Aktion von Markus getrunken und gesammelt. Und heute, um euch mal zu zeigen, wofür ihr denn eigentlich gespendet habt, bin ich bei Frau Merha direkt in der Uniklinik. Stellen Sie sich doch mal vor, Frau Merha, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ja, mein Name ist Marlene Merha. Ich bin die Vorsitzende des Fördervereins für krebskranke Kinder e.V. in Köln. Wir sind hier auf dem Gelände der Universitätsklinik in Köln. Wir haben hier unseren Stammsitz, das heißt, wir haben hier unser Büro des Fördervereins. Aber dieses Haus ist nicht als Büro gebaut, sondern als Elternhaus. Elternhaus deshalb, weil hier in erster Linie Eltern von krebskranken Kindern wohnen. Krebskranke Kinder, die hier in Köln behandelt werden. Und die Eltern, die nicht abends nach Hause fahren können, weil sie vielleicht ein bisschen zu weit weg wohnen, weil sie rund um Köln wohnen oder auch in Köln, aber sie wollen in der Nähe ihrer Kinder sein und leben hier während dieser Zeit, hier in unserem Elternhaus. Das fand ich letztes Jahr schon bemerkenswert. Das heißt, es gibt keine staatliche Institution, wo die Eltern, wenn sie direkt gegenüber ist es ja das Gebäude der Uniklinik, ja, wenn sie rüberkommen und die Diagnose bekommen, das fand ich sehr bemerkenswert, als sie das letztes Jahr gesagt haben, die wissen erstmal gar nicht, wohin sie sollen. Und dann kommen sie halt jetzt hier in diese Institution hin und das haben sie quasi gebaut mit den Spendengeldern. Das ist jetzt nichts Staatliches, das haben sie selber aus dem Boden gestampft. Ja, wir bekommen keine öffentlichen Gelder. Das Haus ist aus Spendengeldern finanziert. Es wird betrieben aus Spendengeldern. Und wir, der Förderverein für krebskranke Kinder, wir haben uns gebildet aus Eltern von krebskranken Kindern. Das heißt, der gesamte Vorstand, alle Menschen im Vorstand haben ein krebskrankes Kind oder hatten ein krebskrankes Kind. Wir wissen also aus eigener Erfahrung, was es heißt, mit dieser Diagnose konfrontiert zu werden. Diese Diagnose betrifft nicht nur das kranke Kind, sondern immer die ganze Familie. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen was für uns tun, wir wollen was für die anderen tun, die nach uns kommen. Und so handeln wir das seit über 20 Jahren, so lange gibt es uns. Und dieses Elternhaus haben wir vor 14 Jahren gebaut. Wir haben im nächsten Jahr 15 Jahre Elternhaus. Und wir haben gemerkt, es ist eine Einrichtung, die dringend erforderlich ist, immer noch. Das ist kein Hotel. Die Eltern kommen hierher, wie Sie eben schon sagten, mit der Diagnose, mein Kind hat Krebs. Und sie werden hier von unseren erfahrenen Mitarbeitern aufgefangen. Sie werden dort abgeholt, wo sie stehen und wo sie abgeholt werden möchten. Und werden betreut, wenn sie möchten, oder können hier, soweit es geht, in der Situation ihr ganz normales Leben führen. Sie können hier schlafen, kochen, essen, waschen, ihre Geschwisterkinder betreuen, die Oma empfangen, der Vater kommt am Wochenende. Also es gibt eine breite Anzahl von Möglichkeiten, die es hier gibt, einfach auch. Jetzt sprachen Sie von Mitarbeitern, von Kosten. Wir haben jetzt 1.600 Euro gesammelt. Ist das jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Was kostet denn so ein Haus hier oder was kosten Ihre Betriebskosten? Also wie viel Geld brauchen Sie im Monat oder im Jahr zum Leben, um das Ganze aufrechtzuerhalten? Weil wenn das alles nur aus Spenden zusammengesucht wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es manchmal schon Durststrecken gibt. Also vorab, es ist nie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir freuen uns auch über 5 Euro. Und über 1.600 Euro erst recht, die sie uns bringen. Und wir freuen uns darüber, wenn sowas eben auch immer Nachahmer findet. Und davon leben wir einfach auch. Dass Sie das erzählen, dass Sie es weitergeben, Sie alle, die dazu beigetragen haben, und das erzählen und von uns erzählen. Und schauen Sie sich das an. Schauen Sie uns im Internet an oder kommen Sie zu uns. Wir zeigen Ihnen das gerne, was wir mit Ihren Spendengeldern machen. Zurück zu Ihrer Frage. Ja, wir haben hier im Haus 8 Mitarbeiter. Das Haus muss in Ordnung gehalten werden. Also zunächst mal für die Betreuung der Eltern sind 3 Mitarbeiter da. Wir haben oft Abendsdienste, weil es Abendveranstaltungen gibt, gemeinschaftliche. Wir haben Ferienfreizeiten mit den Kindern, führen wir durch. Da fahren unsere Mitarbeiter mit. Ja, und was zu so einem Haus gehört. Das Haus muss gereinigt werden. Wir haben eine Bürokraft, die Spendenquittung schreibt, die den ganzen Schriftverkehr macht. Die Geschäftsführung macht der Vorstand. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Also es ist ein geschäftsführender Vorstand, alle nebenher, neben dem Beruf. Und weil sie alle betroffene Eltern sind, deswegen machen sie das mit ganz viel Herzblut. Und ja, es gehört einfach zu unserem Leben dazu. Mhm. Wollen Sie noch was zu den Kosten sagen, wie hoch sie ungefähr sind? Ja, also wir benötigen, und da müssen wir wirklich nicht erschrecken, aber wir benötigen im Jahr, wenn wir das alles tun wollen, was wir uns auf die Fahnen schreiben, 800.000 Euro. Wir bekommen, wie gesagt, keine öffentlichen Gelder.
Und nichtsdestotrotz sind die 1600 Euro schon nicht nur ein heißer Tropfen, weil jeder Euro wird benötigt. Und wir freuen uns natürlich über große Spenden, wir freuen uns aber auch über ein paar Euro, die uns jemand spendet. Jetzt sprachen wir eben so über die besten Bereiche, wo Sie, weil im Grunde genommen ist es ja Marketing, Sie müssen ja irgendwie Gelder einnehmen, Sie müssen ja arbeiten dafür, die Gelder zu bekommen, Sie müssen Lobby bauen, Sie müssen Organisationen wie uns finden, die Sie unterstützen. Das machen alles Sie, das macht Ihr Team. Was sind denn so die großen Cashbringer, nenne ich das jetzt einfach mal? Wo kommen denn die größten Spenden rein? Wir leben vielfach auch von Zuwendungen über Bußgelder, über Staatsanwälte, Amtsgerichte, Richter. Da müssen wir aber bekannt sein. Das heißt, wir müssen immer wieder da Lobbyarbeit machen. Wir freuen uns, wenn auf Geschenke verzichtet wird bei einem Firmenjubiläum oder bei einem runden Geburtstag. Der Opa wird 80, der braucht keine Geschenke mehr. Das sagen die Leute heute ganz offen. Stattdessen können die Gäste an uns spenden. Wir freuen uns über Kondolenzspenden, wenn anstatt Blumen zu einer Beerdigung, wenn es keine Blumen gewünscht sind, wenn stattdessen eben um Spenden gebeten wird, das ist heute auch gang und gäbe. Mhm. Da wir in der Weihnachtszeit sind, jetzt die viele Firmen verzichten auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden. Das ist durchaus üblich heutzutage und schreiben stattdessen ja. Das Geld, was wir da einsparen, spenden wir an den Förderverein für krebskranke Kinder. Und das sind so die Sachen, viele kleine Feste auch, das möchte ich nochmal betonen, viele kleine Straßenfeste, Kleingärtner, die für uns spenden, kleine Karnevalsgesellschaften, auch große Karnevalsgesellschaften, aber auch die kleinen, katholische Frauen, die ihren Kaffee machen, die Basare machen. Also es sind eine riesen Palette, deswegen diese 1600, da liegen sie schon ganz gut mit im Trend. Das ist nicht wenig, weil wir viele solche haben und wir freuen uns darüber auch. Das ist sehr vielfältig. Ja, und unsere Aufgabe als Vorstand ist einfach zu gucken, dass das Geld reinkommt, wie Sie so schön sagen, und dass es genauso gut ausgegeben wird, an richtiger Stelle. Ja, man denkt immer, ein Verein funktioniert von der selber oder so eine Spendenorganisation, aber im Endeffekt ist es ja eine Firma, die geführt werden muss. Auf jeden Fall. Und es ist ziemlich viel, wenn man das nebenher macht, neben dem Beruf macht. Aber wir haben das so in der Satzung stehen und wir wollen es auch nicht ändern. Weil wir merken, wir im Vorstand, genau das ist richtig. Da können wir auch Spender überzeugen und sagen, das Geld, was du spendest, das geht in den richtigen Kanal. Damit gehen wir sorgfältig um. Und wir wissen es, dieses Geld ist wichtiger als mein privates Geld, weil das ist anderer Leute Geld und die geben uns das. Und ich habe die Aufgabe und die Verpflichtung, damit ordentlich umzugehen. Beeindruckend. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wir gehen ja gleich noch hier durch die Räumlichkeiten und schauen uns nochmal alles an, damit die Spender da draußen auch mal die Räume sehen. Wie viele Familien leben hier momentan? Wie viele Schicksale haben Sie gerade hier? Wir haben 15 Apartments und die sind zum größten Teil ausgebucht. Und das ist schon manchmal eine Heidenarbeit, das richtig hinzukriegen. Weil oft zieht heute Nachmittag jemand aus und morgen früh kommt jemand Neues. Also unsere Hausleitung putzt auch das Zimmer dann. Und das ist das Schöne daran. Wir haben so gute Mitarbeiter, dass die eben auch alles machen. Weil wir können nicht die Putzfrau, die für 400 Euro kommt, dann abends nochmal kommen lassen. Also wird es von der Hausleitung gemacht. Sind aber alle so flexibel, dass sie es machen. Und darüber sind wir sehr froh. Ansonsten könnte man einen Verein so nicht leiten. Das möchte ich auch mal sagen. Also diese 15 Apartments sind ausgebucht. Es ist mal eins frei, aber es wird dann morgen wieder belegt, übermorgen wieder belegt. Das ist in der Regel mit ein oder zwei Personen ausgebucht, vielleicht mit einem Geschwisterkind, vielleicht kommt der Vater am Wochenende oder der Vater ist hier, die Mutter ist bei dem kleinen Kind auf der Station, auch das gibt es, dass die Mutter dort schläft, je nachdem wie klein das Kind ist. Aber hier spielt sich ganz viel Familienleben auch ab. Es wird gemeinschaftlich gekocht, gegessen. Einmal die Woche haben wir einen Hausabend hier im Haus, da wird gekocht und man sitzt zusammen und isst und trinkt und redet und weint und lacht. Also, und das ist einfach ganz wichtig, dass jeder dann kommen kann, wenn er möchte und auch gehen kann, wenn er möchte. Nicht verpflichtet ist, hier zu bleiben. So, und das merkt man auch im Laufe der Zeit, dass die Menschen, die hier wohnen, das sehr positiv annehmen, trotz der Schwere des Schicksals. Wir können das wirklich nicht ändern, dass die Kinder an Krebs erkranken. Aber wir können ein bisschen dazu beitragen, dass das Leben mit dem Krebs oder in der Zeit, wo das Kind krank ist, ja, auch noch positive Seiten hat. Sehr beeindruckend. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Rundgang hier und dann sage ich, Kameramann, kannst schließen.